Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du, anbetend neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir, lass mich, Herr, ein Wort sein vor dir. Genau dazu habe ich mich entschieden. Ich weiß jetzt nicht, wie sehr dieses Lied für deine Ohren ein Wohlklang war, aber das ist mir jetzt aktuell, verzeih gerade, Schnuppe. Ein Wort, das ich sonst nie benutze. Ich habe mich nämlich entschieden, dass die Freude am Herrn meine Stärke ist. Nicht meine Schwachpunkte, nicht meine Vergangenheit, nicht mein körperlicher Zustand heute, mein Erschöpftsein und Schmerzen und keine Lust und keine Kraft und kein Antrieb. Nein. Siehst du die Orgeln da im Hintergrund, die Orgelpfeifen? Der Gedanke kam, wenn jetzt Gott der Organist wäre, er würde jetzt auf einzelne Pfeifen drücken. Was würde rauskommen? Ich habe Schmerz. Aktivitäten ist meine Identität. Krankheit ist meine Identität. Ich definiere mich über Leistungen. Ich definiere mich über das Äußere. Huch, kann es doch sein, dass dieser Leib der Auferstehungsleib sein wird? Dazu habe ich ja gar kein Ja. Was ist es bei dir? Was passiert bei dir, wenn du unter Druck kommst, wenn Gott auf dir Orgel spielen würde? Welche Musik würde dabei erklingen? Jeder von uns ist defekt durch die Sünde. Jesus hat uns mit dem Mantel der Gerechtigkeit bekleidet. Solange wir hier auf Erden sind, werden wir immer wieder bedrängt durch Umstände, aber auch zum Beispiel unseren Körper, der der Vergänglichkeit unterworfen wird, obwohl unterworfen ist. Obwohl ich sagen muss, wie Maria Prean, Jesu Jünger werden immer jünger, mir geht es immer wie besser. Aber ich glaube, es hat damit zu tun, wie fest ich mich nach dieser inneren Heilung ausstrecke, Lasten loslasse, dorthin, wo sie hingehören, zu dem Lastenträger. Denn weißt du, das Kreuz ist die größte Tauschbörse der Welt. Er starb, damit wir leben. Ich weiß nicht, ob du den Tausch am Kreuz kennst. Es ist ganz einfach erklärt. Ein Beispiel: Ich hätte jetzt Angst. Ich bringe die Angst und tausche sie gegen Mut. Ich bringe die Kraftlosigkeit und tausche sie gegen Kraft. Es ist aber wichtig, aktiv zu beten, was immer du bringst. Sage nicht, ja Jesus, nimm mir die Angst, oder ja Jesus, ich würde sie bringen, oder ich möchte sie bringen, oder ich werde sie bringen, sondern wie wenn es gerade passieren würde, ich bringe die Angst und tausche sie gegen Mut zum Beispiel. Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern der Liebe, der Freude und der Selbstbeherrschung, 2. Timotheus 1,7. Und doch sind wir als Christen so oft manchmal sogar ängstlicher als die Welt. Ich denke an die Covid-Zeit, wie erschreckend es war, manche Christen zu erleben. Ja, ich selber hatte erschreckende Abgründe und musste Buße tun, wie ich über andere dachte. Ob jetzt geimpft oder ungeimpft, spielt keine Rolle. Der Moment, wo ich auf andere zeige, zeigen drei Finger auf mich selber. Und wir sind immer wieder in der Gefahr, unter diesem Band der Erkenntnis zu stehen, wo es um die Schuldfrage geht. Die Bibel sagt uns, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Und dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Und ich denke, die größten Kämpfe haben wir mit unserem Fleisch. Deshalb nochmal.
wenn Gott auf deiner Orgel spielen würde, was würde erklingen? Ich musste mich heute entscheiden, da Selbstmitleid ausheulen an Satans Brust ist, nach Maria Prean, davon abzusehen, in all meinem Schmerz, in meiner körperlichen Zerbrochenheit, meine Erschöpfung, habe ich mich fokussiert auf den, von dem all meine Kraft und Hoffnung kommt, auf die Liebe meines Lebens, auf Jesus. Ich habe angefangen zu singen, habe mich an Julie Hausmann erinnert und so nimm denn meine Hände ihr Lied, das sie dichtete, als sie am Grab ihres Verlobten oder Ehemannes stand. Sie ist ihm entgegengereist, um ihn zu heiraten, und als sie ankam, hat sie erfahren, dass er schon eine Zeit tot ist, von einer Krankheit hinweggerafft. Weißt du, solange wir fit sind, gesund sind, Geld haben, ist Christsein nicht schwierig. Es entscheidet sich alles, wenn wir bedrängt werden. Wusstest du, dass Gethsemane Olivenpresse heißt? Jesus wurde auch gepresst. Aber aus ihm lief das Öl raus, der Heilige Geist. Was kommt bei dir zum Vorschein? Bist du bereit? Wie man Räder im Winter oder Sommer der Garage neu auswuchtet, dass sie wieder in der Spur laufen, in die Spur zu kommen von dir, deinem Elend, deinen Baustellen, deinen Fragen wegzuschauen. Auf Jesus. Egal, wie die Frage lautet, die Antwort ist er. Amen und Amen.